Moin Freunde, was geht? Einige Tage sind wieder vorbei, ich habe mir ein bisschen Auszeit gegönnt. Wir kommen heute auf ein neues Video natürlich, gerade aufgestanden, man kennt ihn. Boruto, neue Episode draußen. Diese Folge war ähnlich wie letzte Woche, wir kommen nicht großartig voran. Es ist ein ziemlich langsames Pacing. Ich finde diese Folge zwar nicht wirklich schlecht oder schlimm oder so etwas, aber es dauert mir irgendwie ein bisschen zu lange das Ganze. Was ich damit meine, darauf werde ich jetzt zu sprechen kommen. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Naruto und Boruto verpassen wollt. Diese Woche kommt ein neues Boruto-Kapitel. Das wird anders krank. Wahrscheinlich Donnerstag. Dementsprechend müsst ihr Donnerstag auf jeden Fall einschalten, denn Konoha wird anders kaputt gemacht. Deswegen Donnerstag auf jeden Fall hier auf dem Channel gegen Abend Boruto Chapter Review. Wir sind bei Folge 161, glaube ich. Wir sind mitten in dem Kara-Einführungs-Arc und Boruto, Konohamaru und der Rest, Sarada und Mugino, sind aktuell in so einem komischen Schloss, wo sie vermuten, dass dort die Hashirama-Zellen sind. Diese müssen sie versuchen zu bergen. Und das, was wir hier bekommen mit dieser Episode, ist einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, 100% lame. Also wirklich mega langweilig. Die ganze Folge passiert gefühlt gar nichts. Genauso wie letzte Woche auch wieder. Obwohl die zweite Hälfte, die letzten paar Minuten, geht es ein bisschen mehr zur Sache. Konoha wird ein bisschen in schlechtes Licht dargestellt. Boruto scheißt ein bisschen in seine Mission rein und so weiter. Auch beim letzten Mal, in der letzten Episode, hatte ich einige Punkte angesprochen, die mir nicht besonders gefallen haben, weil man gefühlt sehr, sehr viele Umwege geht, anstatt auf das eigentliche Ziel zuzugehen. Das ist so eine Sache, die mir an dem Arc halt einfach überhaupt nicht gefällt. Aber natürlich gibt es so ein paar Momente, die man versucht herauszuziehen, die wichtig für Boruto oder so sein könnten. Deswegen habe ich beim letzten Mal darüber gesprochen, dass Boruto möglicherweise etwas in der Welt erkennen kann, das ihn an Narutos, in Anführungsstrichen, Weltfrieden zweifeln lässt. Einige hatten sich letzte Woche gewundert, warum ich gerade dieses Thema herausgesucht hatte für diese Episode, obwohl das gar nicht so der Mega-Kern der letzten Folge war, aber es ging schon mehr oder weniger darum, wenn man genug verstanden hat, was diesen Boruto-Arc betrifft. Natürlich sehen wir mit diesem Arc auch einige Rogue-Sachen von Borutos Seite aus, also seine Art und Weise, wie er ein bisschen in Richtung Sasuke geht, dass er aus dem Schatten heraus, möglicherweise auch in der Zukunft, wenn er Teen Boruto ist und so weiter, halt agieren kann, dass er ein bisschen heftiger ist, dass er Missionen alleine bewältigen kann und so weiter und so fort, dieses ganze Thema. Das ist ganz cool, also Boruto hat schon definitiv seine Skills, aber ich denke, das wusste ich auch schon vor dem Arc, also ich war mir schon sicher oder ich habe schon genug von diesen 160 Episoden von Boruto gesehen, um einschätzen zu können, dass Boruto ein krasser Dude ist und definitiv Fähigkeiten besitzt, womit er Missionen auch theoretisch ohne Sarada und Mitsuki oder Konohamaru bewältigen kann, und das sieht man hier in diesen Episoden halt auch ganz gut. Das ist ganz cool, dass wir sowas von Borutos Seite bekommen können, aber meiner Ansicht nach wird das nicht unbedingt benötigt. Das ist ein kleiner Zusatz, aber es ist halt auch das Einzige, was ich aus diesen Folgen ziehen kann, was ich irgendwie für die Review besonders hervorheben könnte generell, weil der Rest einfach komplett langweilig wirkt, weil es eben vom Pacing her so langsam ist. Letztes Mal haben wir uns Boruto und Konohamaru angeschaut, die waren auf der Brücke. Wir haben dann gesehen, dass der Mann auch Hashirama-Zellen hatte. Konohamaru heilt ihn jetzt in dieser Episode. Wir kriegen einen kleinen Hinweis auf den Manga mit Mitsukis Antikörpern, die hier in diesem Arc schon erforscht werden, dadurch, dass Mitsuki selber vor einigen Episoden diese Hashirama-Zellen in sich drin hatte. Also möglicherweise wird das für die Zukunft auch nochmal wichtig werden. Wir wissen, später im Kampf gegen Boro wird das nochmal aufgegriffen werden mit den Antikörpern. Deswegen haben wir hier schon mal die Einleitung dazu, fand ich ganz cool. Ansonsten haben wir dann diesen alten Mann, der geheilt wurde von den Antikörpern, und der bringt Konohamaru und Boruto zu einem Schloss, wo eine alte Frau ist und anscheinend die Hashirama-Zellen hat. Die Hashirama-Zellen besitzt sie nur aus einem Grund, oder hat diese nur aus einem Grund gekauft, weil sie möchte, dass sie die ewige Jugend wieder erlangen kann, weil sie so alt ist und sie anscheinend auf ihre äußerliche Erscheinung sehr, sehr viel setzt. Das heißt, sie ist anscheinend eine bildhübsche Frau, aber sie ist ultra alt, und mit den Hashirama-Zellen, wie sie sich wieder verjüngen. Das funktioniert natürlich nicht, weil die Hashirama-Zellen nicht in der Hinsicht so dafür gedacht sind, und wahrscheinlich hat sie das komplett
fehlinterpretiert oder so etwas, aber sie denkt halt, dass die Hashirama-Zellen sie verjüngen können, aber das funktioniert halt nicht. Boruto und Konohamaru sind dann in diesem Schloss, Sarada und Mugino sind dann quasi außerhalb, weil die das Ganze noch so aus der Ferne beobachten und so weiter. Die sind natürlich nicht mit im Geschehen aktiv drin. Dann haben wir Konohamaru und Boruto im Schloss. Boruto wird gefangen genommen, weil der Typ, dieser Butler, wissen will, wie das mit den Hashirama-Zellen funktioniert. Deswegen soll Konohamaru in der Gestalt des Arztes halt das Ganze an Boruto testen, aber das Ganze ist nur ein Schattendoppelgänger. Wir sehen dann, dass Boruto in dem, ich sag mal, Thronsaal oder Hauptsaal von diesem Schloss halt ist, mit der alten Frau. Die wurde allerdings schon getötet von den vier Männern, die wir in der letzten Episode gesehen haben, die sich als Frauen ausgegeben haben, um halt auch an die Hashirama-Zellen zu kommen. Ich werde da jetzt nicht näher drauf eingehen, weil das sind auch irgendwelche Randoms. Wir haben dann diese vier Charaktere, die dafür sorgen, dass Boruto und Konohagakure generell schlecht aussehen und dafür verantwortlich gemacht werden, dass Leute getötet werden. Also der Butler wird hier getötet und auch diese Frau, die Herrin des Schlosses, wird auch getötet von diesen Banditen, sag ich mal. Und die lassen es halt so aussehen, als hätte Boruto beide getötet. Was ziemlich mies ist, weil dann auch das gesamte Dorf und alle herumstehenden Leute auch mitkriegen, dass es anscheinend Konoha gewesen ist. Also mal gucken, vielleicht geht aus diesem Arc eine gewisse gefährliche Situation für Konoha hervor, was ich nicht glaube, weil wie gesagt, das Ganze ist hier Anime-only. Ich denke, nach diesem Arc ist das ganze Thema wieder gegessen, aber es ist ein bisschen interessanter gewesen im Hinblick am Ende der Folge das Ganze hier nochmal so ein bisschen bedrohlicher für Konoha aussehen zu lassen. Boruto und Konohamaru werden dann im Schloss eingesperrt, die kommen dann nicht mehr da raus und die werden dann umstellt von den ganzen Leuten, weil die halt darauf angesetzt werden, dass sie diese Konoha-Shinobi eben fangen sollen, weil anscheinend die beiden, also Konohamaru und Boruto, die Herren des Schlosses getötet haben und ihren Butler dementsprechend dazu, und die vier anderen Männer hauen mit den Hashirama-Zellen ab und können fliehen. Das war's eigentlich soweit von dieser Episode. Zwei Dinge möchte ich aber noch kurz ansprechen, die wir in dieser Folge auch noch bekommen haben. Zum einen die Bestätigung, dass Mitsukis Antikörper funktionieren. Das heißt, in der Zukunft wird es sehr wahrscheinlich möglich sein, viele Leute heilen zu können, die halt erstens von den Hashirama-Zellen betroffen wurden und das halt nicht wirklich angeschlagen ist, sozusagen, oder halt generell Körperteile verloren haben und so weiter. Deswegen will man ja auch das Ganze verhindern, dass Kara an Mitsuki gelangen kann, weil seine Zellen dafür eben sorgen können, dass das Ganze mit den Hashirama-Zellen weiteren Fortschritt kriegen kann. Und zum anderen kriegen wir Deeper zu sehen, aber auch noch so ein bisschen dunkler, ein bisschen schattiert, würde ich sagen. Aber er macht jetzt auch seine Züge. Victor weiß auch schon, wo die Hashirama-Zellen sind. Und Deeper wird vermutlich die nächsten Folgen vor Boruto und Team 7 stehen. Das denke ich zumindest. Laut den Spoilern zu den nächsten paar Anime-Episoden werden wir bei diesem langsamen Pacing bleiben. Das ist meiner Ansicht nach die größte Kritik, die ich an dem Arc aktuell habe. Das ist einfach zu langsam, es ist zu lame an gewissen Stellen. Ich finde, man könnte diesen Arc auch bestimmt in 5 Folgen weniger zusammenfassen. Es ist mir ein bisschen zu langsam, das Ganze. Und ich würde gerne mehr sehen wollen in den Folgen, weil mir dann doch in den einzelnen Folgen zu wenig passiert. Das muss ich definitiv sagen. Auch nochmal hier in dieser Folge. Das ist soweit von meiner Seite aus gewesen zu meiner Review zur heutigen Folge. Ich muss sagen, ich denke, das wird die nächsten 2-3 Wochen nicht besser werden. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich jede Folge machen werde. Wenn das so weitergeht, lasse ich vielleicht auch mal eine Folge raus oder so etwas und mache dann erst wieder übernächste Folge eine Review oder so, weil ich komme mir dann halt auch ein bisschen blöd vor, dass ich dann halt jede Folge gefühlt das Gleiche sage, wenn es halt vom Pacing her immer wieder dieses langsame Ding ist und halt wirklich nicht vorankommt. Und das ist es halt wirklich. Also wir kommen halt wirklich nicht weiter voran. Die Folge war gefühlt genauso wie letzte Woche. Es ist halt einfach, diese Pre-Arcs sind in gewisser Weise okay, wenn sie Boruto aufbauen oder gewisse Dinge aufbauen mit Mugino und so weiter. Ich finde es schade, dass Mugino hier nicht dieses Charakter-Development in den Folgen bekommt und wir ihn als Charakter näher schätzen können. Das finde ich schade. Ich denke, das kommt zwar noch, aber ich finde es schade, dass das jetzt nicht schon passiert, weil dadurch, dass man diesen Pre-Arc hat, hätte man Mugino als Charakter aufbauen können, und das macht man hier noch nicht, was ich einfach schade finde. Man könnte es machen, weil wir ja wissen, was mit ihm mal passieren wird. Das wäre es jetzt aber wirklich. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!